Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Infected. Und ich denke, das Dynamit ist tatsächlich eine ganz gute Idee, dass wir das mal einpacken. Und vielleicht können wir tatsächlich einfach hier das Ding wegsprengen. Das wäre ganz praktisch. Ich weiß nur nicht, ob er es wirklich macht. Wir probieren mal. Oh, er macht es. Sehr schön. Er hört auf mich. So ein riesiges Dynamitstück war das aber eben noch nicht gewesen, ne? Oh ja. Wo war denn das gewesen? Oh, na toll. Jetzt brennt es. Scheiße. Okay, jetzt müssen irgendwie diese Flammen gelöscht werden. Verflixt nochmal. Und das ist zu dunkel. Aber egal, wir haben ja jetzt den Türknauf. Damit kommen wir ja erstmal weiter. Was war da nochmal gewesen? Ah ja, die Coins. So, also hier rein, glaube ich. Nee, das war falsch. Dann war es hier rechts. Da war die Tür. Okay. Genau, perfekt. Oh, da ist doch was. Da ist ein Wimmelbild, oder? Yay, ich liebe Wimmelbilder. Es ist so geil, dass ich seit diesem Spiel total addicted bin zu Wimmelbildern. Also, was können wir schon finden? Red Wire? Red Wire, ne? Da. Da haben wir es. So, was noch? Pot und Hammer? Ein Pot. Ist das ein Pot? Nee. Aber das ist ein Pot? Nein. Okay, weiß ich jetzt. Das da. Da ist er. Dann Hammer, Blue Wire. Ey, ich dachte, ich hätte eben auch schon gesehen. Da. Super. Can Opener. Da. Haha. Ich bin schon voll der Pro. Aber ein Hammer, da. Und jetzt noch ein Window Handle. Oh je. Keine Ahnung. Ah, damit können wir dann das öffnen. Okay. Da, der Stein ist ein bisschen kaputt. Fenstergriff. Oh je, da sehe ich gerade nichts. Mal kurz gucken, was wir jetzt hier für Items haben. Damit geht ja vielleicht auch schon was. Ist das für die Platte hier? Was ist denn das? Okay, er sagt leider nur, what am I missing? Ah, da, okay, super. Erstmal so und so. Und nun haben wir für irgendetwas... da. Okay. Und wir können eine Dose öffnen. Welche Dose könnte das sein? Die da. Super. Und jetzt haben wir Suppe, die wir da draufstellen? Nein. Das mal. Ah, okay, Sekunde. Jetzt machen wir das da drauf und da die Suppe rein, weil wir nämlich Hunger haben. Ja, damit können wir vielleicht was anfangen. Da hauen wir jetzt einmal mit dem Hammer drauf. Oh je. Ja, wo ist dieser Handle? Das ist jetzt gerade mein Hauptproblem. Wir gucken mal nochmal auf die Liste. Ah, heiße Suppe. Ja, wieso wird die nicht heiß? Boxcutter Shizzle. Shizzle ist ein geiles Wort. Shizzle. Herr Flix, ich denke, wir müssen wirklich diesen... dass wir das Fenster finden, aber ich sehe es nicht. Ist das eine Spinne da? Ist ein Foto? Was können wir denn hier noch machen? Ach so, Sekunde. Auf jeden Fall hier mit... den Stein kaputt. Nicht? Oh, das wundert mich jetzt. Hätte ich schon gedacht, dass das geht. Können wir damit das hier kaputt schlagen? Auch nicht. Mit der heißen Suppe dann. Mit der heißen Suppe. Und das hier? Ah, ich weiß nicht, ob ich richtig getroffen habe. Okay, das geht auch nicht damit. Flix, also, ich muss jetzt mal ganz genau gucken, ob ich diesen Door-Handle irgendwo finde. Da ist eine Schere. Da kann ich ja sowieso nicht klicken. Ich klick mal einfach hier. Das ist es leider auch nicht. Es müsste ja... okay, ich hab's. So. Und was ist das? Ein Schizzle. Kann ich nicht das beides zusammen benutzen, um diesen... oder... und jetzt draufkloppen. Sekunde, nochmal. Jetzt. Damit kann ich diese Box öffnen. Ah, natürlich, wir brauchen Deckel. Ich bin so dumm. Ist doch selbstverständlich. So, damit können wir das jetzt... Was ist denn das? Feueralarm! Klar! Cool, damit können wir den Feueralarm aktivieren. Mann, in Notfällen wäre das aber ganz schön krass, wenn ich den Feueralarm erstmal durch ein Wimmelbild... Jetzt wird es regnen, ne? Also regnen. Das Wasser kommt.
Super. Super, super. Jetzt können wir weiter. Oha. Was haben wir hier? Voll genial. Super gut, super gut. Sieht so aus wie so eine Art Award, also Preis. Ein Stück des Fotos fehlt. Cool. Ach ja, wir haben ja auch noch eine Wasserflasche. Die habe ich gar nicht mehr gedacht. Ah, ein weiteres Stück von diesem Kanu. Kanu. Aber es ist leider ziemlich festgenagelt an den Schreibtisch. Geht das damit ab? Nee. Okay. Was haben wir hier denn noch so? Geht es da hinten weiter? Tatsächlich. Ich überlege nur gerade, dass wir nichts verpassen. Mit dem Wasser oder dem Schraubenzieher? Naja, wir können ja auch später sonst nochmal zurück. Hier scheint es erstmal nichts weiter zu geben. Ah, noch eine Münze. Jetzt haben wir fast alle schon, die wir brauchen. Aha. Und was ist hier? Okay, da sollte der Stromgenerator für das Theater drin sein. Aber ich brauche die Schlüssel, um da reinzukommen. Alles klar. Komme ich da ans Fenster? Nee, scheinbar nicht. Also hier ist wirklich nur das, würde ich sagen. Ich mach mal wieder so, damit wir nichts mehr verpassen. War da eben was? Oder war das die Tür? Nee, das war die Tür, okay. Das da? Nee, ist alles das gleiche, okay. Na gut, wir haben hier die Münze auf jeden Fall gefunden. So, ich mach hier auch nochmal so. Das bringt ja leider nichts. Wobei, Sekunde. Zur Sicherheit probiere ich die Wasserflasche aus, einfach weil, ne? Man kann hier nie wissen. Okay, es geht nicht. Aber ich bin froh, wenn wir es einmal ausprobiert haben. Und das lustige Bild. Okay, hier geht auch nichts. Und hier in Real Life schreit gerade jemand im Hintergrund, wie wahnsinnig. Ich frage mich, was dort los ist. So. Ich gehe zurück. Ich werde hier gerade voll abgelenkt vom Geschrei im Hintergrund. Ah, hier. Oder? Hier so? Ja, es geht. Super. Dann kommen wir an den Hammer. Das ist sehr gut, denke ich. Oh, geil, und wir können spielen. Da ist noch die Münze. Super! Was machen wir mit dem Hammer? Hm, weiß ich nicht. Wir machen erstmal hier in die Maschine rein. Ich bin gespannt, was hier passiert. Eins. Zwei. Drei. Und quattro. Ups! Was ist hier denn los? Da, da, da. Oh, geil, das sind die Schlüssel. Power Room Keys. Geil. Weiß ich gar nicht, ob wir uns hier unbedingt umschauen müssen. Was war hier eigentlich gewesen? Ach, nee. Doch. Ah, okay, aber uns fehlt ja noch das andere. Gut, das wissen wir ja jetzt, dass das nichts bringt. Okay, das hier haben wir auch... hier haben wir alles erledigt. Sehr gut. Ich gucke nur doch ganz kurz mal, damit das... War hier nicht noch eine Kleinigkeit gewesen? Nee, auch nicht. Na dann... Dann können wir ja sowieso dahin. Was hatten wir jetzt gehabt? Ach so, klar. Wir probieren mal, ob wir mit dem Hammer noch das Holzstück da rauskriegen. Ja, das probieren wir. Das hier. Na? Ja, es geht. Cool. So. Bald haben wir bestimmt alle. Aber jetzt versuchen wir erstmal in den anderen Raum noch reinzukommen. Mit diesem Schlüssel. Huch. Passwort. Ach, der heißt doch bestimmt Marty. Ach so. Er will es aber nicht machen, bevor er es nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Okay. Schon klar. Ist ja jetzt nicht so kompliziert. Bitte sehr. Oh, er heißt Marty. Anscheinend hat er gewonnen. Preis zum Hausmeister des Jahres. Ja, hier. Ah, das könnte dieser Marty sein, über den sich Carl O'Connor aufgeregt hat in diesem Brief, den wir gefunden hatten, wo er seinen Job... gekündigt hat. Hm. Okay, alles klar. So, dann weiß er jetzt Bescheid, dann kann er jetzt das Passwort eingeben. Marty. Lustiges Passwort auch. So. Okay. Sieht gut aus, oder? Ich guck mal. So, im Theater sollte jetzt auch wieder Strom sein. Okay, ich glaube, das ist der letzte Raum, den ich noch untersuchen muss. Wenn Theresa nicht im Theater ist, dann ist sie wohl gar nicht in der Schule. Okay, wahrscheinlich ist sie auch eher in diesem
großen Gebäude, in diesem Anwesen, was wir von Weitem gesehen hatten und wofür wir ja das Boot gerade zusammenbauen. Hey! You're here to save me, aren't you? It's okay, I'm not afraid. I saw you on the news. I don't want to make anybody sick anymore. And I know you're trying to help. But we just got one little problem. Actually, it's kind of a big problem. My daddy. Ah, He thinks you're here to hurt me, like the others. I tried to tell him, but he said I can't trust anybody. Here, take this. Maybe he'll listen to you, because you're a grown-up. Okay, danke. Und was ist das? Huch. Well, well, well. We'll meet again. I see you're a little unprepared this time. No bloodshed in front of my daughter. Consider yourself lucky. Just leave my family alone. This ain't our fault. We didn't ask for this. We ain't leaving. So step away and go on out of here. Oh, okay. Ich kann aber mit denen reden. Und wir haben jetzt eine Filmrolle gekriegt von Zero TV News? Cleveres Mädchen. Ich frage mich, was darauf ist. Ich leg das mal ein, oder? So. Huch. A new breed of virus that has the medical community scrambling for answers has now claimed the lives of over 150 people. The entire city has been evacuated and is now under strict quarantine. The first known case of the virus was found after six-year-old twin sisters Tiffany and Teresa Morrissey were admitted to the hospital just weeks ago. The virus quickly spread among the hospital's medical staff, forcing the area to be quarantined and on high alert. With one of the twins dead, within days of contracting the virus, the surviving sister, Teresa, has made a full recovery. The only report a case of anyone showing any signs of immunity to the virus. Now, one microbiologist believes that Teresa Morrissey is the key to finding a cure, that perhaps somewhere in her DNA lies the answer to this epidemic that has forced residents to abandon their homes and leave the city. And it's now being reported, I can tell you, that the surviving twin, Teresa Morrissey, is missing. She was last seen by her father at Oxford Station on Thursday, but was apparently lost during the chaos of the evacuation. We will bring you continued coverage of the story as it develops. For now, this case begs the question, where is Teresa Morrissey? Na, ob ihn das jetzt überzeugt, bezweifle ich. Oh, so ist das. Das habe ich gar nicht verstanden bisher. I'm sorry. Tatsächlich. They've all been quite upset, them city folk. Upset with Teresa and her family, saying we started this. I'm a simple man. I don't know how all that stuff works. But I know my family didn't ask for this. You're not the first one to come on back here to Oxford and try and take my little girl from me. They said getting rid of Teresa was the only way to stop all this from spreading. Final survey of the area completed. Confirming all survivors are cleared. Ready to commence the dismantling of Oxford. Chapter 4 out. Uh-oh. Dismantling of Oxford? Hope that's not what I think it is. We should hurry on out of here. It's too dark to travel through the city, but there's a path behind our house that leads to Oxford Station. Here, this should help us along the way. Was? Ah, das Schulemblem. Stimmt, das hatten wir ja noch gar nicht. Und nun? Go, quick. We'll be close behind. Okay, kann ich auch mit der Kleinen reden? Go, quick. We'll be close behind. Und sonst ist hier nichts zu machen? Das riecht mir ja fast schon nach Showdown, ne? Nach Finale ein bisschen. Okay, dann gehe ich mal. Und nochmal. Ich hoffe, sie sind wirklich hinter mir. Oh! Oh oh! Was machen die denn da? Was schmeißen die denn jetzt ab? Es scheint etwas zu hören zu sein über das Radio des Helikopters, okay? Ich geh mal hin. Die zerbomben hier alles. Oh je, Mine, das ist überhaupt nicht gut. Okay. Ja, Bombardierung der ganzen Stadt. Oh je. Sie werden bestimmt nicht warten,
bis ich hier abgeholt werde. Ich muss mich beeilen. Setzen wir das hier mal noch ein. Mal gucken, was passiert. Ah, okay, da kriegen wir quasi das letzte Stück. So, jetzt aber schnell das Boot zusammensetzen. Uiuiui. Hallo. Okay. Ich habe schon, glaube ich, alles dabei. Keine Sorge. Yay! Oder? Oh, super! Leute, wir können da rein. Los! Oder ich gehe einfach rüber. Oh mein Gott. Ein Axtstück. Oh, noch mehr Münzen. Ja, es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es jetzt doch schon ganz vorbei ist. There's a gate in the back that leads to Oxford Station. You might find something in the house that'll help you open it. Ah, okay. Was ist denn hier? Darf ich das mal sehen? Ach, ein Emblem wieder. Und hier wahrscheinlich geht das dann auf und dann ist das noch so ein kleines Rätsel. Aber die sind ja immer nicht so schwer an den Türen eigentlich. So, was haben wir denn hier? Ah, super. Und noch eine Münze. Jetzt haben wir eine komplette Axt. Was ist denn hier hinten? Ach, da. In dem Fenster scheint etwas zu sein. Okay, aber nun können wir wahrscheinlich hiermit das kaputt machen. Muhaha! Sehr geil. Yay! Ich liebe es. So. Kurz überlegen. Also. Hier ist ein Kreuz. Das ist das große Kreuz gewesen. Letter M, Y, S. Da oben ist S. Tassel? Ist das eine Tasse? Ich weiß nicht, was Tassel ist. Ah, das hier ist so ein... Nee, was war denn das eben? Es wurde ja gar nichts weggestrichen. Das Teil wahrscheinlich von... wie heißt das denn? Ich finde es jetzt nicht. Aber das hier ist dieser Anhänger. Okay. Da ist gehört... Ah, das ist der Knight's Helmet. Hier ist dieses... Ne? The Bird? Spinnt the Bird? Was sind das Rote? Achso, ich dachte, das wäre wichtig, weil das so rot war. Da ist ein M. Da ist noch so ein Anhängerteil. Ja, was könnten wir noch... Ist das hier nicht wichtig? Ah, da kommt das alles rein. So. Das kommt da rein. Hier und dort. Das M. Das S. Aha, okay, dann weiß ich jetzt auch, was für... symbolisch noch suchen muss. Zweimal so Monde und einmal so ein winziges Kreuz. Oh je, ich gehe mal näher an den Bildschirm ran. Ah, da ist ein Mond. Hm, das ist Y. Oh je, ich leg die nochmal rein. Dann habe ich immer das Gefühl, ich hätte noch was geschafft. Großes Kreuz, klein... Ach, da ist der ja noch. Oh Mann, bin ich doof. So. Also nur noch kleiner Mond und kleines Kreuz, oder? Nee, nicht ganz. Ach so, noch einmal Leaf. Ja, stimmt. So, ganz genau schauen. Ganz genau. Ah, da. Okay. Und wo könnte noch etwas sein? Da ist das noch. Oh. Ich leg's nochmal rein, dann bin ich wieder glücklich. Sekunde, so. Und das X, dann fehlt echt nur noch der kleine Mond. Okay, wo ist der kleine Mond? Verdammt. Da! Da ist der kleine Mond. Hahaha. Tjo. Perfekt. Na, das war ja easy. Sehr schön. Und das legen wir da rein. Ich glaube, da müssen wir erstmal aufhören. Mal gucken, wie lange das Spiel noch geht. Wo landen wir denn jetzt? Ich guck noch kurz, wo wir landen. Das will ich noch wissen. Aha. Na, da könnte ja doch noch mal was sein, ne? Also so ganz zu Ende ist es noch nicht. Oh, noch eine Münze. Supi. Na gut, meine Lieben, dann freue ich mich auf die nächste Folge von Infected und ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Dann bis dann. Ciao, ciao.